Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Topspin 2K25. Ich habe jetzt mal gerade überlegt, was machen wir? Denn wir haben noch 49% Herzchen da unten, Ausdauer, Fitness, wie auch immer. Und ich habe mir überlegt, was sind das hier? 3 Turniere hintereinander für jemanden auf deinem Niveau ist das definitiv zu einfach. Warum nicht 4 oder 5? Vielleicht verlierst du ja nie wieder. Wir machen mal Folgendes. Genau, wir werden jetzt erstmal das Training hier machen. Das ist schon mal das Erste, was wir machen werden. Wir können mal hier das Grundschläge machen. Warum auch nicht. Dann, warte mal eben, dann werden wir aussetzen, ein, zwei Runden. Und dann werden wir nach Amsterdam gehen und dort ein Turnier machen. Das ist ein bisschen the way to go. Und ich habe mir überlegt, jetzt gleich werde ich das Ganze mal auf hart probieren. Mal gucken, was dabei passiert. Ja? Aber erstmal das Trainingsziel hier. Triff eine Glasscheibe mit einem Kontrollball und zerbrich sie dann mit einem Powerball, um zu punkten. Bei zu vielen Federn scheiterst du, okay. Okay. Ja, ich glaube, das wird aber schwierig hier. Ja, okay. Ich muss mal ein Stück zurück, glaube ich. Was ist denn der Kontrollball? Ist doch B. Achso, antippen. Okay, versuchen wir es mal mit antippen. Ach, das war aber ganz knapp daneben. Das war zu schwach. Das war daneben. Ich verstehe es manchmal nicht, also wirklich. Aha. Was? Na? Ach, komm nicht drüber. Was? Ich versteh's nicht. Wir versuchen's nochmal. Also, opala, das Training ist mir doch ein bisschen zu wild. Vielleicht doch nochmal mit ein bisschen mehr Power. Wie ist denn das? Das war ein bisschen zu weit. Ich verstehe es nicht, weil ich mache nichts anderes im Grunde genommen. Nicht. Ja gut, das ist manchmal drüber. Ah, Mann, Spiel. Zu weit. Jetzt muss ich sie. Zerbricht die Glasscheibe mit einem Power-Grundschlag. Ah, shit, das war kein Power-Grundschlag. Ah. Ja, ich brauche einen Power-Grundschlag. Ich muss weiter zurück. Komm.
Ah, okay. Geht doch. Okay, verstehe. Okay, jetzt habe ich zumindest verstanden, was ich machen muss. Shit. Ja, das ist kein... Na, komm schon. Na, ganz knapp. Okay. Oh, man muss erstmal verstehen, was man machen muss. Meine Güte, ich finde, das könnten die ruhig ein bisschen besser erklären. Tatsächlich. Aber gut, ich will nicht meckern. Ja, ich will nicht meckern. So, zurück zu my career. Okay, bei den Sonderevents steht jetzt hier zum Beispiel, wir könnten nach Asien reisen. Es ist alles Asien, deswegen würde ich das gar nicht machen wollen. Das hier können wir noch nicht freischalten. Oder haben wir noch nicht freigeschaltet? Wir können hier nochmal gucken. Auch hier könnten wir was machen, guck mal. Ach so, schlage 6 Volleys und gewinne das Match. Okay, pass auf. Dann lass uns mal ganz kurz nochmal gucken, was sind nochmal Volleys. Dann machen wir das folgendermaßen. Gucken wir nochmal hier rein. Volleys. Hier. Nice to see you. Ja, ja, ja. So we're talking volleys now. This demo will see us go over the different types. And when we can run through that again if you want. Bei Volleys und Flugbällen wird der Ball geschlagen, bevor er am Boden berührt. Ah, das sind die Volleys. Okay. Okay, okay, dann haben wir es. Start off by hitting with any of the volley types. Ach, guck mal, ist ja easy. Good job. Alles klar. Okay, good. Okay, Übung beenden. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Some standard volleys. Zurück zur Topspin Akademie. Okay, dann wissen wir jetzt, was Volleys sind. Das heißt, damit können wir doch nochmal arbeiten. Ich glaube, da war mir einfach nur der Name entfallen. Bitte darum Entschuldigung. So, hier waren wir, nee, hier waren wir nicht, da waren wir. Probieren wir das dann nochmal. Wir hatten doch da gegen den, war das der türkische Mitspieler? Oder Gegner quasi? Oh, hier ist ein anderer heute. Wer bist du? Erik Papadopoulos. Ja, klar. Du kommst natürlich aus Griechenland, Erik Papadopoulos. Mich übrigens ein bisschen umgezogen. Okay. Dann gucken wir mal. Okay. 1-0, you. Okay, kann auch sein, dass wir alles ganz schnell machen und einfach nur gewinnen. Okay, Papadopoulos, ganz einfach Ball jetzt hier, komm. Aber wir dürfen jetzt nicht gewinnen, ne? Das ist das Problem. Ja, oh, Papadopoulos. Papadopoulos hat den Ball jetzt. Oh, come on. Okay. Komm, machen wir die Übung mal zu Ende jetzt hier. Bams. Okay. Jetzt bin ich heiß. Ich meine wach. Ich meine, jetzt läuft's.
Hoffentlich ist Papadopoulos jetzt nicht wach. Sonst Problem. Ich glaube, Papadopoulos kann nicht so wirklich was. Es tut mir auch sehr leid. Ich habe ihn jetzt ein bisschen missbraucht, glaube ich. Aber hey. Nice. Ah, ja, ja. Okay. Also, das haben wir gemacht. Weißes Avery-T-Shirt mit blau-roten Streifen. Nice. Zurück zu My Career und zurück in die Umkleidekabine. Aber sowas von. Zack. Da werden wir direkt ausprobieren. Das schick. Oh, schickes Shirt. Ich habe übrigens in der Pause gerade hier das hier gekauft. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Damit haben wir jetzt gerade gespielt. Das ziehen wir natürlich jetzt an. Und das haben wir, glaube ich, auch bekommen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau. Jetzt haben wir das hier. Vielleicht nochmal kurz nach der Hose gucken. Ich finde die Hose ein bisschen besser dafür. Ja, ja, das passt besser. Okay, gut. Wir haben immer noch die gleiche Herzgeschwindigkeit quasi. Wir machen Folgendes. Wir werden uns jetzt ausruhen einen Monat lang in Brighton. Gut. Und dann gehen wir direkt ins nächste Training. Wir haben hier ein Turnier in Los Cabos. Das ist in Nordamerika und eins in Zentralasien. Was ich mal machen wollen würde, wäre das im September. Und zwar hier in Amsterdam. Das ist nicht so weit weg. Ja? Aber ich finde, die Arena sieht super gut aus. Also werden wir jetzt mal hier nochmal in das Training starten. Gucken wir mal. Zielen können wir nochmal machen. Ich stelle mich ja doof an bei dem Training, aber hey. Schlag mit A, B, X, Y und RT in aufsteigender Reihenfolge Grundschläge in die nummerierten Zonen in der Reiche der Punkte, bevor die Zeit abläuft. Okay, wow. Ja, wir versuchen das mal. Okay. Okay, das ist ja einfach. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Okay, jetzt da oben. Ah, bisschen zu wenig. Ach, come on. Sehr gut. Ja, das war zu viel. Das war ein bisschen zu weit. Das ist soweit okay, aber... Ach, come on. Nee. Ah ja, so geht das Ganze. Sehr gut. Sehr gut, in einem Rutsch durch. 150 XP bekommen, hervorragend. Ja, und direkt zurück zu My Career. Wir waren heute so eine Schnellraterunde hier, oder? Spiele 2 Bronze, Testgelände 1 von 2 habe ich schon. Ha. Sonderevents. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Sponsor Challenges hatten wir ja jetzt. Das war easy. Wir kriegen ja nicht so richtig viel für, deswegen können wir hier mal gucken bei Drills mit Drill bis mit Zielübung. Triff für Ende des Matches alle anvisierten Zonen. Traditionelles Tennispunktesystem mit Punkten spielen und setzen. Ja, ich weiß nicht genau, hier muss man auch reisen, ne? Das will ich eigentlich gar nicht. Thorsten Brom Arena. Okay, wo ist die? In München. Ah. Was haben wir hier? Na,
Was haben wir hier? Hier haben wir einen. Achso, das sind die, die weit weg sind, ne? Ne, dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir tatsächlich nochmal einen Monat weiter. Ja, ist halt so. Und gehen ins nächste Training. Und hier ist jetzt das Turnier, was wir machen wollen in Amsterdam. Das machen wir dann nächste Folge. Also wir werden jetzt hier erstmal das Training verdingsen. Schauen wir mal. Triff die Zonen mit der markierten Schlagart, während du dich in der markierten Zone befindest, um die Zielpunktzahl zu erreichen oder die Zahl misslungener der Bälle zu erhöhen. Ja, verstehe, verstehe. Ah, nee, das ist nix. Nein. Ja, sehr gut. Shit. Ach Gott. Gott, im Himmel. Ich muss zurück. Ah, ich muss noch weiter zurück. Sehr gut. Was? Ach, das war nicht das X. Ach. Egal, getroffen ist getroffen. Wow, okay. Sehr gut. Bam. Ja, wenn man versteht, was man machen muss, ist es nicht so schwierig, ne? Dann ist es nicht so schwierig. So, Events, was haben wir jetzt? Was haben wir da? Diese Belohnung freigeschaltet, indem du den Tiebreak beim Doppel gewinnst. Diese Belohnung wird nur bei Aufschlag gewonnene Punkte zählen. Wer den vorigen Punkt geholt hat, schlägt auf. Wer zuerst die Punkte mit zwei Punkten. Ja, machen wir mal. Ich glaube, es. Testgelände. Das müssen wir so machen, glaube ich. Ach, shit. Ach, shit. Shit. Ich wollte nicht reisen. Ich hab's verkackt. Ich glaube, die Asiaten lassen mich immer einfliegen und dann muss ich dagegen die spielen. Das ist, glaube ich, nicht so richtig cool. Shit, jetzt bin ich falsch geflogen. Mann, das ärgert mich jetzt aber. Müssen wir uns den Aufschlag wiederholen. Sehr gut. Wow. Ist ein bisschen laufvoll der Gute, oder? Kann das sein? Und tschüss. 3-0, you. So, muss ich mich mal kurz anders hinsetzen. Ah. Ah Mann, das ärgert mich jetzt aber. Fault. Ich wollte gar nicht reisen. Ja, kurze Arme. 4-0, you. Jetzt müssen wir gleich wieder zurückreisen nach
Amsterdam. Wie ärgerlich. Oh Gott. Okay, er hatte keine Power, aber ey, was soll's? Ich meine, er hat sich gut geschlagen. Das muss man ihm lassen. Out. Ja. 5-0. Ich habe Aufschlag. Jawohl, das war's. Game, set and match here. Game, Set und Rückflug. Jo. Und weg damit. Zack. Machen wir alles direkt weiter. Haben wir knapp ein neues Level. Shit. Aber wir bekommen rot getönte Sonnenbrille, Fujis hinter Abend und die Defensive. Mist, ich ärgere mich echt hardcore gerade. Naja gut, wir verlieren nur 10%. Was soll's? Dann fahren wir hier nach Amsterdam. Aber wir haben jetzt auf der rechten Seite, seht ihr, für das nächste, für den nächsten Status hier, junges Talent, haben wir den zweituntersten Punkt erwischt. Spiele 2 Drills mit Zielübungen, Bronze 0 von 2. Kommt. Gut, ich mache, das ist also jetzt hier nur eine ganz kurze Folge, egal. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.